Gut, dann werden wir uns, wie ist das? Können wir eigentlich noch mal eine ganz kurze, gedingste Schnellreise hier machen? Oder ist das jetzt gerade nicht möglich, wegen, weil wir jetzt gerade so gesagt schon in der Mission drin sind? Weil ich würde gerne noch mal, hier mal fix die Munition noch mal auffüllen. Ach, scheiße. Ja, immer. Und ich hoffe mal, die Musik, die ist jetzt nicht irgendwie von der GEMA irgendwie geschützt. Also, was haben wir hier? Deine treuen Dienste. Pavel, du warst so lange mein Leibwächter. Eine stolze Mauer zwischen mir und denen, die gegen mich sind. Über die ganzen Jahre habe ich gerne gedacht, dass wir so etwas wie Freunde geworden sind. Und in diesem Licht möchte ich dich bitten, Kyra zu verlassen. Ich fürchte, unsere gemeinsame Zeit neigt sich zum Ende. Meine Mauern werden fallen, aber es gibt keinen Grund, dass du dieses Schicksal teilst. Möge mein Licht auf deine zukünftige Unternehmung scheinen. Pagan. Aha. So. Dann werden wir uns zu Pagamin begeben. Und das scheint dann oben der Ort zu sein, wo auch der letzte Eintrag von Morangates Tagebuch ist. Weil, hier, schaut mal, auf dem Weg sind wir nämlich jetzt gerade. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, was jetzt in der letzten Mission, beziehungsweise mit Fahrern, ob wir da jetzt noch eine große Schießerei haben oder ob er abhaut oder wie oder was oder wo. Ich weiß das gar nicht mehr. Das liegt schon zu weit zurück. Oh, was ist denn hier für eine Fresse? Ich glaube, da habe ich Modell gestanden. Bei so einem hässlichen Gesicht kein Wunder. Bin ich da jetzt dann vorbeigefahren oder was ist hier los? Glaube ich eher weniger. Warte mal, ich markiere das mal eben. Ne, das ist auch da oben. Alles klar. Dann fahren wir noch mal eben weiter. Weil die Sammelobjekte gehören ja auch dazu. Ne? Der königliche Palast. So. Okay, die Schrotz sind jetzt ausgewählt. So, jetzt muss ich nur mal eben gucken. Und das Ding hier kommen wir aber so ist noch nicht dran, ne? Oder klappt das? Nö, alles abgesperrt. Alles klar, gut, gut, gut. So. Dann, ja. Mal gucken, was uns erwartet. Ach so. Sieht ja wunderschön aus. Komm rein. Bitte entschuldige die Knappheit, aber die Diener sind bereits zu Hause. Vielleicht hast du sie aber auch nur alle erschossen. So, bevor wir loslegen... Ach. Mit wem spreche ich? Hm? Dem Sohn, der die Asche seiner Mutter verstreuen will? Oder dem Verrückten, der den Weg auf meinen Berg mit Leichen gepflastert hat? Ich muss jetzt wissen, wer der Verrückte ist. Dann würde ich mit dem Ersteren reden. Dann würde ich sagen, setz dich. Sei zivilisiert. Lass uns was essen. Doch, das hatten wir ja schon, nicht wahr? Beim ersten Treffen? Du saßest hier. Paul legte gerade Strom an die Nippel deines unhöflichen Begleiters an. Ich stand genau so. Und was waren meine Worte? Ah, bleib hier. Genieß das Krabbenrangoon. Geh nicht weg
Ich bin gleich zurück. Nun, wenn du einfach gehört, gewartet hättest auf mich, dann wäre ich direkt mit dir hierher geflogen, um die Asche zu verstreuen. Also spreche ich wohl mit dem anderen Kerl, der nicht hört, der nicht wartete, sondern sich lieber den anderen Affen anschloss und anfing mit Scheiße zu werfen. Aber ich sag dir was. Ich sag, Schwamm drüber. Hm? Du hast zwei Möglichkeiten. Eins, du kannst mich erschießen. Langweilig. Oder du setzt dich hin. Wir essen zusammen. Und dann verstreuen wir die Asche deiner Mutter zusammen. Einfache Entscheidung. Der König ist tot. Finn. Oh. Ja gut, Moment. Wir sind aber noch nicht fertig. Also wir haben ja noch ein bisschen ne? zu gedingsen. Pass mal auf, das überspringen wir jetzt einfach mal. Weil, es ist ja noch ein bisschen was zu tun. Pagan ist tot. Gut, Bruder. Es ist endlich vorbei. Hast du Lakshmana gefunden? Nein, ich weiß nicht, was es ist. Es ist doch unwichtig. Kyrat ist frei, Bruder. Und nur das ist wichtig. Komm raus und feier. Das wäre Mohans Wunsch gewesen. So, Moment. 31 von 32, ja, wie gesagt, wir haben ja noch ein bisschen was zu gedingsen. Aktuelles Ziel. Ne, Moment, wir müssen hier oben jetzt nochmal hin. Weil da oben müssen wir noch die Tagebuchseite holen. Und wir müssen natürlich auch noch Pergamins Festung einnehmen. Das fehlt ja noch. So, wie machen wir das jetzt am schnellsten? Pass mal auf. Wir werden das so machen. Schneller. Okay, gut. Ist nicht möglich, dann gehen wir jetzt erstmal raus. Hola, Nachbar. Mr. Gale! Tja, das war's dann wohl. Jetzt gibt's keinen Mord und Totschlag mehr? Hängst du den Raketenwerfer an den Nagel? Gut. Fällt mir, was du hier alles erreicht hast. Ziemlich schade, dass du bald wieder bist. Du wirst ihn zu den Akten legen. Als Staubfänger. Außer? Es gibt noch was zu erledigen. Hm? Offene Rechnungen? Leute umzunieten? Ganz genau, Donald. Ich bin Yogi, du Sack. Tüte. Tüte? Diesmal nicht. Dankeschön. Herrlich. So. Sehr schön, das war jetzt, ja. Der letzte Kampagnenmissionenpunkt. Das heißt, es fehlt jetzt nicht mehr viel, um die 100% zu erreichen. Ja, 98,09%. Und das kriegen wir jetzt auch noch hin. Das wird jetzt aber noch so genau gehandhabt hier. Da kannst du aber sowas von sicher sein. Warte mal, Moment. Wie gesagt, ein kleines bisschen haben wir ja noch zu gedingsen. wir haben jetzt noch ein bisschen was zu verkaufen. Kaufen und anpassen, einzigartiges hier. Für diese Waffe müssen wir nämlich
den 10. Rang in der Arena erreichen. Und genau deswegen werde ich das dann auch noch machen. So, aber erstmal werden wir uns jetzt diese Waffe kaufen. Die ist gekufft. Und diese genauso. So, gut. Jetzt müssen wir noch die eine Festung erobern. Und dann, wie gesagt, noch den 10. Rang in der Arena erreichen. Und dann noch die zwei... Bruder, nach Pagans Tod sind seine Truppen bei Rajkat verunsichert und schlecht organisiert. Schlag zu, solange das Eisen heiß ist. Und erobere die Festung für den goldenen Pfad. Paramis Festung ist geschwächt. Na, das ist normal. Er ist ja tot, ne? Bleibt nicht aus. Wieso ist es hier kein Flugobjekt? Was soll das denn jetzt? Wollen Sie mich hier verarschen oder was? Da muss ich mal ganz kurz hier oben hin, weil ich möchte gerne jetzt ein Flugobjekt gedingsen, also benutzen und so, ne? Du weißt bestimmt Bescheid, was ich jetzt so gedingstechnisch vorhabe. In den meisten Fällen ist das ja auch keine große Geheimnis. So. Pass mal auf. Also, Moment. Lass mich jetzt mal ganz kurz hier gedingsen. Wie viele Orte fehlen jetzt noch? 14 Stück. Gut, bei zwei muss ich dann nochmal so zwischendurch ein bisschen rumwursteln. Weil das hat ja nicht so geklappt auf der Karte, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann flitzen wir nochmal ganz kurz hier oben hin. Pass mal auf, wir nehmen jetzt die restlichen Fragezeichen hier in dieser Aufnahme auch noch mit. Wie viel Zeit haben wir noch? 17 Minuten. Vielleicht kriegen wir da mindestens 10 Dinger noch hin. Wäre ja gar nicht so schlecht. Aber ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wie viele Folgen das jetzt überhaupt noch werden. Weil, wie gesagt, jetzt die restlichen Dings hier noch machen. Also hier die restlichen Fragezeichen auf der Karte. Die wollen wir ja alle noch so weit freischalten. Ne? Und dann, wie gesagt, die Festung von Pyramid, die muss ja auch noch eingenommen werden. Ministerium für Öffentlichkeitsarbeit. Und soziale Harmonie. Ja, also die haben richtig gute Arbeit geleistet. Also richtig gut. So, da unter ist eine Kiste. Wie würde ich denn so gemeinschaftstechnisch an die Kiste dran kommen können? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit? Das Problem ist, dass es alles abgedingst hier. Also... Ach so! Na ja, gut. Ich möchte an die Kiste dran hier! Geh mal an die Seite! Himmelarsch ins Hirn! So, darf ich jetzt? Egal, danke! Ja, sehr schön. Hat ja richtig gut mit der Zeit gepasst, ne? Aber egal. Das nehmen wir jetzt auch noch mit. So, dann einmal zu dem Örtchen. Ich werde jetzt einmal in eine komplett andere Richtung. 1700 Meter, na, Prost Mahlzeit. Aber ich hoffe mal, die Entscheidung jetzt mit Paganin, die war jetzt auch richtig gewählt. Also nicht, dass ich jetzt... dass ich ihn ja jetzt irgendwie überleben lassen hätte wollen würde. Aber man hätte sich auch anders entscheiden können. Ja.
Weil wir hätten uns ja jetzt auch für Amita entscheiden können, wenn wir jetzt die Mission für Amita gemacht hätten. Und hätten dann Sabaya umbringen müssen. Und das ist, ja. Das ist alles so nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich glaube, da es ja keine Möglichkeit gibt, hier Speicherpunkt zu setzen, beziehungsweise eine weitere Speicherdatei irgendwie anzufertigen. Ansonsten hätte ich gesagt, wir probieren einfach beide Wege aus. Wir lassen einmal Paganin legen und in der anderen Datei hören wir ihn ab, so wie das ja jetzt halt gewesen ist. Aber naja. Ich denke mal, so wie ich mich da entschieden habe, so ist das schon eine gute Entscheidung gewesen. Ich denke mal, da gibt es keine Einspruchsermäßigung hier. Was habe ich gerade gesagt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich enthalte mich lieber. Bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede. Ne? Hier so ein Ort. Oh bitte. Ach, das ist sogar der Ort, den. Ja. Also, nochmal ganz kurz hier gedingsen, ne? Oh, nicht, dass ich mich hier irgendwie in die Wand reinbacke. Das muss ja, ne? Muss ja nicht so direkt passieren und gesehen haben tun. Auf dem Berg da, das würde ja auch nicht finden, weil das Fragezeichen ist ja hier vorne. Ich liebe sowas. Ich gucke jetzt nochmal, ob man hier vielleicht auf den Dings draufkommen kann. Hier auf dem Felsen, auf dem Berg oder sonstiges. Ich glaube, das hatte ich in der letzten, war es letzte Folge, wo ich hier war, oder vorletzte, ich weiß es gar nicht mehr. Los! Was willst du mitgehen? Ich gucke mal eben, ob man vielleicht hier die Möglichkeit hat, noch hoch zu klettern. Also auf den Berg hier oben drauf. Dann werde ich da noch mal eben gucken. Aber da dürfte es ja eigentlich auch keine andere Möglichkeit geben. Weil ich sag mal, einen anderen Höhleneingang gibt es ja auch gar nicht. Ansonsten, wenn das Spiel jetzt wirklich so derbe rumbacken sollte, dann werde ich mal gucken, ob man das vielleicht mit einem Neustart irgendwie behebeln könnte. Vielleicht funktioniert es ja dann. Was mich übrigens auch so ein bisschen wundert. Hier vorne geht das Wasser los. Aber hier ist keine Quelle. Also hier müsste eigentlich das Wasser rauslaufen. Aber hier geht einfach das Wasser los. Toll.
Perfekt. So. Ja, das hilft mir aber trotzdem nicht weiter. Ich gucke jetzt hier vorne den Dings nochmal kurz runter. Hier ist auch kein Eingang. Ne, gut, dann Das ist natürlich jetzt sehr schade. Ich muss noch das Ende hier vielleicht auf einer anderen Höhe vielleicht bedingst. Ruhe ist da vorne. Ich bin hier am Arbeiten, ne? Ach, guck mal. Hörers Einsamkeit. Dankeschön. Gut, dann werde ich mir mit dem Wasserdings hier unten auch noch irgendwas einfallen lassen müssen. Gut. Das hat jetzt, wie lange hat es gedauert? Ja, ich glaube so knapp 10 Minuten. Perfekt. Warum denn nicht? Aber hey, lass mal so stehen und liegen. Dann kann man das ja gleich alles zusammen miteinander verbinden. Ne? Obwohl das jetzt, wie gesagt, eigentlich zusätzliche Arbeit ist, die ich mir gar nicht machen brauche. Aber, wie gesagt, ich mache das jetzt einfach mit. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon zum 5. oder 6. Mal gesagt. Und ich sage es gerne nochmal. Die Raka-Ankita-Mauer. Oh, hier sind sogar noch 2 Kisten. Dankeschön. Nehme ich. Nämlich alles. Dankeschön. Danke für die Blumen. Ich bring später eine Kerze vorbei. Huch. So. Okay, den Ort hatten wir auch. Gut, dann nehmen wir jetzt hier noch den Ort mit. Und dann werden wir ganz schnell oben erstmal das Tagebuch-Dings holen. Wir haben jetzt noch knapp 7 Minuten. Also ich hoffe mal, das kriege ich in dieser Folge noch so weit gebacken. Das wäre nämlich gar nicht so schlecht. Aber Vorteil wäre dann nämlich, dass wir uns in der nächsten Folge dann um Palamins Festung erstmal kümmern können. Das wäre nämlich richtig Bombe. Autsch! Ey! Mann! Königliches Nachschubdiptro. Okay. Und hier sind auch nochmal 2 Kisten. Na klar, nehmen wir doch mit. Und da draußen ist schon wieder... Da geht schon wieder die Post ab. Los hier! Ruhe ist da unten, bitte! Ich hab da nichts gemacht. Das war alles schon so. So. Hat trotzdem jetzt ein bisschen aufgehalten. Aber ich hoffe mal, das kriegen wir jetzt noch schnellst,
schnellstmöglichst hin. Hallo? Durfte ich vielleicht nochmal landen, oder ist das bei dieser Scheiße nicht mehr möglich, oder wie, oder was, oder wo? Das hält sich am Kopf nicht aus hier. So, ja, ganz toll. Darf ich mich schnellstmöglichst noch zu dem Dings dahin begeben? Das sind nur 1200 Meter. Und laut Folge haben wir noch 4 Minuten. Ja, gut. Ob wir das jetzt noch hinkriegen, ist fraglich. Mal eben ein bisschen, ja, paar auf die Zeit nehmen wir uns einmal noch mal. Tag? Na? Wie sieht's denn aus? So, hier können wir nämlich auch noch mal ein bisschen verkaufen. Ist zwar nicht viel, aber der Mensch freut sich. Und komm, dann können wir hier. Ah ne, wir haben es nur noch. Ha? Wir haben nur noch die zwei Waffen. Wie in der Bör? So. Dann mal weiter. Was sagt die Tic-Tac? 2,50 noch? Das könnte mit der Zeit doch recht knapp werden, aber auf jeden Fall in dieser Folge werde ich noch dieses Tagebuch-Dings holen. Leute, Bobby Ray Runner ist für euch live auf Sendung. Der Tag ist endlich gekommen. Ich dachte nicht, dass ich das mal sage, aber jetzt mach ich einfach laut und stolz an euch gerichtet. Paganins Schreckensherrschaft ist zu Ende. Die Würfel sind gefallen. Die fette, verfickte Tante ist geplatzt. Fühlt sich komisch an. Ich habe so lange auf diesen Tag gewartet und nun ist er da. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ins Land gezogen sind. Ich habe auch keine Ahnung. Ich hätte jetzt gerne mal gewusst, warum hier jetzt wieder Gegner aufgetaucht sind. Was soll das denn? Hä? Ja, gut, man sollte hier vielleicht auch mal dem Weg erstmal folgen. Also das verstehe ich ja überhaupt nicht. Mal sehen, ob wir überhaupt da lebendig oben ankommen, wo wir hinkommen wollen. Ich habe noch so ein bisschen Zweifel dran. So. Mal gucken, ob das jetzt so klappt. Ah doch. Haben wir gerade schon Sorgen gemacht. Und es ist natürlich kein Fahrzeug hier. Prost. Mahlzeit. Ja gut, der Timer, der wird sich jetzt auch gleich melden. Huch. Ich hoffe nur mal, wir kommen jetzt wirklich auch in das Gebäude noch rein. Schnauze. Ansonsten könnte das, glaube ich, ein bisschen ne? Problemdingens werden.
Weil ich sag mal, dieses Tagebuch von morgen geht, das brauchen wir ja auch, um die 100% voll zu kriegen. Ich bin ja mal gespannt. Aber diese Lauferei jetzt hier hoch, also ich, ich würde sagen, ich mache das gleich in der nächsten Folge. Ich melde mich gleich wieder.